Immunokastration. Wie aus Parmaschinken Pharmaschinken wird. Ab Januar 2019 sollte auch in Deutschland die chirurgische Ferkelkastration ohne Betäubung verboten werden. Dies wurde im November 2018 jedoch auf Beschluss der Bundesregierung um 2 Jahre verschoben. Bisher wurden Ferkel kastriert, um dem unangenehmen Geruch des Fleisches, der bei geschlechtsreifen Ebern auftritt, entgegenzuwirken. Das Immunokastrationsmittel Improvac des US-Pharmaherstellers Pfizer soll diese schmerzhafte Kastration ablösen. Das impfstoffartige Mittel greift in den Hormonhaushalt des Ebers ein und unterbindet so die Geschlechtsreife des Tieres. Der letzte Impfgang eines Ebers muss 4 bis 6 Wochen vor Schlachtung erfolgen, wobei der Wirkstoff jedoch bis zu 10 Wochen im Körper des Tieres verbleibt. Das bedeutet, dass mit Rückständen im Fleisch gerechnet werden muss. Die in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen für Mitarbeiter weisen nämlich darauf hin, dass das Präparat nicht ganz ungefährlich ist. Eine versehentliche Selbstinjektion kann bei Männern und Frauen Unfruchtbarkeit erzeugen, die Schwangerschaft beeinflussen und eine Atrophie, das meint ein Gewebeschwund der Sexualorgane, bewirken. Und dennoch stuft die Pharmalobby den Fleischverzehr als völlig unbedenklich ein. Eine regelrechte Schweinerei, dem Verbraucher völlige Sicherheit vorzugaukeln. Grenzwerterhöhungen für toxische Stoffe in Lebensmitteln. Ursachen, Auswirkungen und Auswege. Seit Tschernobyl und Fukushima werden im europäischen Raum laufend die Grenzwerte radioaktiver Stoffe in Futter und Lebensmitteln erhöht. Hinzu kommt, dass unsere Lebensmittel immer mehr Pestizide enthalten dürfen. Auch solche Mittel, die das Erbgut schädigen können und als krebserregend einzustufen sind, finden sich im Supermarkt. Verantwortlich für die Festlegung der Grenzwerte sind die EU-Kommission und das deutsche Verbraucherministerium. Im Jahr 2017 plante die Europäische Kommission eine Lockerung der Grenzwerte für Quecksilber im Fisch. Quecksilber ist ein hochgiftiges Schwermetall, das schon in geringen Dosen die Gesundheit schädigt, insbesondere das Nervensystem. Bei ohnehin schon mit Quecksilber hochbelasteten Raubfischen soll den Verbrauchern künftig eine bedenklich höhere Dosis des Nervengiftes zugemutet werden. Dies geht aus einem Arbeitspapier der Europäischen Kommission vom 29.05.2015 hervor. Schon Ende 2017 sollten die neuen Grenzwerte nach einer Beratung in einer EU-Expertenkommission beschlossen werden. KlarTV ist über dieses Thema der Grenzwerterhöhung mit Dr. Joachim Mutter im Gespräch. Dr. Joachim Mutter ist promovierter Arzt und Buchautor. Er lehrte und forschte über 7 Jahre lang an der Universitätsklinik Freiburg. Unter der Leitung von Professor Dr. Med. Franz Daschner entwickelte er die Ursachentherapie für chronische Krankheiten. Weitere Informationen über seinen Lebenslauf sind im eingeblendeten Link nachzulesen. Als gefragter Referent mit Vortrags- und Seminartätigkeit im In- und Ausland referierte er so zum Beispiel zum Thema Autismus an der Universität Warschau und an der Europa-Universität in Frankfurt an der Oder. Über das Thema Mobilfunk im Landtag von Bayern und vor EU-Politikern in Luxemburg und Brüssel zum Thema Amalgam. Er veröffentlichte wissenschaftliche Studien über die Ursachen von Krankheiten und über Maßnahmen zur Verbesserung. Als kompetenter Facharzt für Umweltmedizin und Spezialist zur Quecksilbertoxizität befragen wir Dr. Mutter zu den geplanten Grenzwerterhöhungen im Fisch. Herr Dr. Mutter, die Europäische Kommission hat den Grenzwert für die Quecksilberbelastung in Fisch verdoppelt. Grenzwerterhöhungen sind keine Seltenheit. Die EU-Kommission hatte beispielsweise am 25. März 2011 mit der sogenannten Fukushima-Eilverordnung den Grenzwert für das radioaktive Cäsium um das Dreifache erhöht. Aktuell sollen gar keine Grenzwerte für japanische Produkte mehr gelten. Welche Konsequenz hat mehr Quecksilber für den Konsumenten und insbesondere für Schwangere und Ungeborene? Ja, die Konsequenz ist die, weltweit nimmt die Quecksilberlast immer mehr zu seit Jahrzehnten und im Fisch pro Jahr um 4% nimmt das Quecksilber zu und auch wir Menschen sind immer mehr mit Quecksilber belastet. Das bedeutet, da Quecksilber eines der giftigsten Elemente überhaupt im ganzen Universum ist, sind wir
immer mehr, werden immer kränker, vor allen Dingen neurologische Krankheiten werden immer häufiger. Und wenn jetzt natürlich noch Fische auf den Markt kommen, die noch mehr belastet sind, nimmt es alles mehr zu, diese Krankheiten wie Alzheimer, Multiple Sklerose, ALS, Parkinson, aber auch Neuropathien oder auch psychische Krankheiten, Depressionen und so weiter, sind oft Krankheiten, die durch Quecksilber verursacht oder mit verursacht sind. Und von daher ist das natürlich keine gute Sache. Quecksilber kann ja alle biochemischen Stoffwechselvorgänge des Körpers blockieren in den Zellen. Jede erdenkliche Enzym wird gehemmt durch Quecksilber. Also es gibt gute Versuche, die zeigen, dass Quecksilber 10-mal giftiger ist wie Blei auf Nervenzellen. Und selbst ganz niedrige Mengen von Quecksilber sind im Prinzip als nicht gesund einzustufen. Das hat die WHO von 1991 auch schon gesagt. Es gibt auch keine Grenzwerte für Quecksilber, die kann man nicht geben lassen, weil jedes Atom Quecksilber, was in den Körper reinkommt, irgendeinen Schaden auslöst. Was die geplante EU-Grenzwerterhöhung ganz praktisch für den Verbraucher bedeuten kann, hat sich in Belgien gezeigt. Die belgischen Behörden haben Anfang März Schwertfisch vom Markt genommen, der stark mit Quecksilber belastet war. Mit den neuen Grenzwerten könnte der Fisch ganz legal weiterverkauft werden. Und noch ein ähnliches Beispiel. Im Jahr 2001 wurde das Verbraucherministerium eingerichtet. Seitdem wurden bei 126 Pestiziden die geltenden Werte angehoben. 33 dieser Spritzmittel gelten aber für Mensch und Umwelt als hochgefährlich. Sind diese Grenzwerterhöhungen unbedenklich? Was steckt dahinter? Naja, wenn Sie so fragen, Sie wissen ja schon, dass die Politiker sind im Prinzip die Marionetten von großen Konzernen und der Industrie. Und die bestimmen, wo es lang geht. Und die schreiben auch die Gesetzesvorlagen. Von daher ist schon so, die Pestizide wollen verkauft werden. Und die nehmen natürlich zu, weil zigtausende Tonnen Pestizide jedes Jahr ausgespritzt werden. Das akkumuliert zum Teil auch. Die werden nicht unbedingt alle abgebaut. Und von daher geht es natürlich hoch. Und beim Quecksilber so oder so, weil Quecksilber in den letzten 300 Jahren halt in der Biosphäre über 4- bis 20-fach erhöht ist, bei Fischen zum Teil über 1000-fach erhöht gegenüber vor 300 Jahren. Das kann überhaupt nicht abgebaut werden. Bei manchen Pestiziden, das kann abgebaut werden. Plastikbestandteile, die können zum Teil abgebaut werden. Lösemittel können abgebaut werden. Aber es gibt auch Pestizide, die nicht so gut abgebaut werden, wie zum Beispiel DDT, was übrigens auch wieder mehr vermehrt gespritzt wird, um die Malaria einzudämmen. Und dieser ganze Cocktail führt halt dazu, dass wir immer, also die Kinder immer blöder, also das heißt die Intelligenzdefekte gibt und zum Zweiten eben, dass wir auch immer kränker werden. Herr Dr. Mutter, Sie haben einmal gezeigt, dass Quecksilber in Verbindung mit anderen Substanzen, zum Beispiel mit Hormonen, eine besondere Gefährlichkeit darstellt. Ja, man weiß jetzt zum Beispiel bei dieser Autismus oder auch bei Kindern mit ADHS oder ADS, Epidemie und Entwicklungsstörungen im Kindesalter, dass eben Jungs mehr betroffen sind. Und es gibt Zellversuche, die zeigen, wenn man Nervenzellen nimmt und ein bisschen Quecksilber drauf tut, so dass die Nervenzelle nicht so stark geschädigt wird und dann aber noch Testosteron, also das männliche Hormon, drauf macht, dann geht die sofort kaputt. Das bedeutet, Jungs haben jetzt in gewisser Weise mehr Nachteile gegenüber Quecksilberbelastung und auch Männer im Vergleich zu Frauen. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, man weiß auch, wenn man schon ein bisschen Quecksilber im Körper hat und dann kommt noch ein bisschen Aluminium dazu. Aluminium selber ist jetzt sicher in den Medien auch viel hochgekocht, weil es Alzheimer, es steht in Diskussion, dass es Alzheimer verursacht und Autismus verursacht und Krebs verursacht und so weiter. Jetzt ist so, dass Aluminium jetzt direkt in Zellversuch nicht so wahnsinnig toxisch ist. Wenn Sie jetzt Quecksilber in die Zelle reingeben, und zwar so viel, dass sie noch überlebt, und jetzt nur ein bisschen Aluminium draufgeben, dann ist es so, dass das Aluminium das Quecksilber zigfach toxischer macht. Das heißt, es wirkt synergistisch, sodass dass die Zelle dann eben doch abstirbt. Bei Blei weiß man das auch. Man weiß, wenn man die LD1, die letale Dosis, wo 1% der Tiere stirbt, von Quecksilber gibt, plus die letale Dosis, wo 1% der Tiere stirbt, von Blei. Wenn man die zusammen gibt, dann sterben 100%, also alle, die ganze Population stirbt aus. Mhm. Bei Aluminium ist es praktisch das Gleiche. Aluminium kriegen wir heute auch immer mehr ab. Einerseits über die Nahrungsmittel, andererseits über Impfungen. Die haben in der Regel Nanoaluminium drin.
Es wird halt immer gesagt, dass die Schwachtel es unschädlich und die Menge macht und so weiter, aber es ist natürlich schon so, man weiß jetzt aus der Impfstoffforschung, ganz neue Publikationen, dass in einem Impfstoff Nanopartikel drin sein können und die zum meisten Teil aus Aluminium, aber auch aus Blei oder Iridium, Indium und so weiter bestehen können. Und wenn Sie das natürlich in ein kleines Baby rein pushen oder was und zwar nicht oral, sondern unter Umgehung aller natürlicher Barrieren, das heißt, Sie spritzen es in den Muskel rein, was praktisch gleichbedeutend ist, dass es direkt ins Blut kommt, dann passiert das so, das Baby hat noch keine Blut-Hirn-Schranke, das Baby, also hat nicht ausgebildet, das Baby hat noch kein Entgiftungssystem in der Leber ausgebildet, sodass diese Gifte direkt reinkommen und ohne Abwehrsystem, sodass das natürlich schon Gehirnschäden machen kann, vor allen Dingen, weil die Baby heutzutage ja auch mehr Quecksilber enthalten wie früher. Das heißt, da kommt halt ein Cocktail zusammen, wo eine große Relevanz hat auf unsere Gesundheit und auf unsere Gehirnentwicklung. Die unverantwortlichen Pläne der EU-Kommission sind seit 2015 öffentlich gemacht worden. Doch nur aus Insiderkreisen ist bekannt, dass die Entscheidung in Brüssel gefällt wurde, ohne dass wir etwas davon erfahren hätten. Welche Einflussnahme, gerade auch von Seiten der Verbraucherkreise, können Sie sehen? Also, wir haben das Prinzip, was wir in der Ursachentherapie ja entwickelt haben. Die Hauptkrankmacher sollte man meiden und die Hauptgesundmacher sollte man tun. Zu den Hauptkrankmacher gehören eben auch Gifte. Und bei den Fischen, also jetzt gerade im Falle von Quecksilber, ist es mittlerweile heutzutage leider so, sie können keine Fische mehr essen. Also Meeresfische sind komplett tabu, außer vielleicht noch die ganz kleinen Fische, wie zum Beispiel Sardellen. Aber die sollten auch nicht in der Ostsee zum Beispiel gefangen worden sein oder im chinesischen Meer, weil je nach Meer haben sie, oder im Nordpazifik, haben sie höhere Belastungen. Ostsee können Sie ganz vergessen, weil da sind die Fische noch 10-mal höher belastet wie im Nordatlantik. Aber jetzt gehen viele auf Süßwasserfische und sagen, okay, Süßwasserfische sind ja nicht im Meer gewachsen, aber da muss man halt auch wissen, dass die meisten Süßwasserfische, die sind aus Aquakultur und diese Aquakulturfische, die werden halt mit Fischfertigfutter gefüttert und das steht dann Gensoja aus Brasilien und Fischmehlabfälle und Abdeckereiabfälle und wenn es hochkommt, kann es auch Hühnermischabfälle drin sein und sogar Klärschlammabfälle. Das heißt, sie haben da einen ziemlichen Giftcocktail als Futter. Zusätzlich muss man wissen, dass die Fische ja das akkumulieren. Das heißt, Fische reichern Gifte an und so viel mehr Gift steckt dann eben da drin. Und das passiert eben auch beim Zuchtfisch. Das heißt, der Ratschlag, gesundheitlich jetzt gesehen, kein Fisch mehr essen, außer aus gewählten Gewässern, also Wildwässer, die auch noch sauber sind. Aber aus der Fischzucht, das können Sie vergessen. Und zum Zweiten, Sie schützen damit nicht nur Ihre Gesundheit, sondern es ist auch ökologisch sinnvoll, diese Fische nicht zu essen. Also das ist alles nicht theoretisch, was ich gesagt habe, sondern es gibt viele praktische Beispiele aus der Praxis. Eine Patientin, die war Weltmeisterin in einer Disziplin, hatte bei der Weltmeisterschaft in Thailand im Hotel halt einen großen Fisch, also einen Thunfisch gegessen. Zwei Tage später war sie gelähmt, konnte ihren Bein nicht mehr bewegen und hatte praktisch den ersten Schub einer Multiple Sklerose. Die kam dann irgendwann mal zu mir. Gut, es hat dann gut funktioniert, die Ausleiterei. Sie hat die MS wieder weg. Es gibt noch andere Beispiele. Hat jemand umgestellt auf die Ernährung, auf Paleo-Ernährung bzw. auf ketogene Diät. In dem Rahmen isst man ja keine Kohlenhydrate mehr, dafür meistens leider mehr Eiweiß und Fett, meistens tierisches und dann haben die halt viel Fisch gegessen, weil es heißt, Fisch ist gesund und was passiert? Die ganze Familie ist krank geworden und der Junge, der hat sogar einen Typ-1-Diabetes entwickelt, akut, musste notfallmäßig in die Klinik, weil eben Quecksilber auch Autoimmunerkrankungen macht. Und das Ganze war eben eine Quecksilbervergiftung. Nächster Patient, ein Manager, hoher Manager, praktisch Bereichsleiter für den ganzen Asienmarkt, für ein medizinisches System. Der hat natürlich über die Reisen hat er viel Fisch gegessen, da in Thailand und in China und so weiter, Japan. Und hat dann relativ schnell eine amyotrophe Lateralsklerose entwickelt, mit Lähmungen von Arm, Schulter, Beinen. Es
muss man wissen, dass die amyotrophe Lateralsklerose die eine der schlimmsten Krankheiten ist auf der Welt und in der Regel tödlich ist. Das heißt, da gibt es keine Therapie. Und ich könnte noch viele Beispiele sagen, wo eben der Fisch wirklich die Ursache war für schwere Krankheiten. Herr Dr. Mutter, vielen Dank für dieses Interview.